Ja, hallo ihr Lieben, es ist Christian Schmal, Paterapeut, Beziehungscoach, Psychologe und so weiter und so fort. Heute unbedingt angucken, so sieht perfektes Dating aus. Also es ist wirklich ein Träumchen. Theoretisch könnte ich wetten, ihr hättet meine Kurse gemacht, wissen wir nicht. Aber wir gehen mal einen TikTok durch von so einem wirklich absolut perfekten Dating-Prozess und warum der so perfekt ist. Man kann, glaube ich, wahnsinnig viel von lernen. Vorab noch, es gibt 25%, ist mal wieder soweit, einer der seltenen Codes. 25% auf all meine Online-Kurse bis Sonntag mit dem Code MYLIEBE. Könnt ihr überall eingeben in der Kaufabwicklung, sonst schreibt uns an Support, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Und genau, wir gehen jetzt hier mal rein. Also Achtung, es ist leider, obwohl ich mir eigentlich ziemlich sicher, es ist in Deutsch, es ist Englisch. Aber ich werde alles übersetzen und es ist einfach so gut. Also es lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn du jetzt nicht der große Englischsprecher bist. Wir sehen übrigens im Hintergrund das Zebra. Das lässt natürlich schon immer Gutes vermuten, sage ich mal. Und wir gehen einfach mal rein. This is the story of how I tried casual dating and ended up probably falling for the first guy I met. Ja, also sie sagt, sie wollte eigentlich, also nicht, wie sagt man, casually daten, also ohne Commitment, und hat sich aber zum ersten Mal richtig verknallt, ne? So, I recently got out of an 8-year-long relationship and I thought Berlin summer is right around the corner and I downloaded Tinder, I started matching with some people. I felt like you have to be very selective with who you like, but I matched with this one guy who had just recently moved to Berlin before his job, and it was nice texting to him. We didn't text for that long, we just met up for brunch. Also geht es um Berlin und haben sie auf Tinder, hat sich jetzt jemand kennengelernt, aber es ist wirklich immer interessante Wendung. When we met, it was not awkward at all. We had nice conversations, we talked a lot about our common hobbies and about traveling, about our families. And after brunch, we also took a nice walk through the city. It was nice weather. It just really felt very easy. Conversation was flowing easy. Also, sie haben sich jetzt getroffen und haben erstmal den berühmten Ortswechsel wieder gemacht, ne? Mal dies, mal jenes gemacht. Und das ist für Frauen immer ganz wichtig. Sagt jetzt, es hat sich so easy angefühlt, so locker angefühlt, ne? Also kein Druck, kein Pressure. Und denkt immer wieder, was ich immer wieder sage, hang out, have fun, hook up. Das ist hier so deutlich. Also sie haben einfach Spaß. Ist noch niemand irgendwie körperlich geworden. Keine Dickpics senden vorher. Nicht irgendwie auf Sexualität irgendwie aus. Also das ist ein super schlau, auch vom Mann super schlau, so zu daten, dass man so, also so, ja, dass man auch seine Karten erstmal so ein bisschen verdeckt hält, sag ich mal, bis zum gewissen Punkt, dann deckt er sie auf hier. Und damit schaffen sie es auch so ein bisschen wegzukommen von diesem, wir haben uns auf einer Dating-App kennengelernt und es geht jetzt nur um das eine. Ja, genau, also sehr gut. Easily and there was no pressure. Maybe there was also no pressure because I wasn't trying to get into something serious, right? I basically told him about the whole relationship situation and that I'm more or less looking for friends, maybe with some casual fun on the side, but mostly friends. So it was a meeting with a friend. And ja, also indem sie jetzt gesagt haben, dass es hier, ich meine, es ist klar, es ist trotzdem ein Date, aber dass sie sagen, nee, es ist hier so freundschaftlich, es ist immer diese ganze Maschine erstmal raus mit, oh, wir den Dating-App kennengelernt, jetzt geht es gleich darum und gleich um Körperlichkeit. Nee, ist erstmal alles. Auch der Mann, weil der Mann hat so einen Vibe, das finde ich sehr gut, von es muss gar nichts, das ist eine super Sache. Wirkt Wunder auf Dates, dieses, du, ich könnte jetzt ewig warten, bis irgendwas passiert und ich will dich wirklich kennenlernen. Sehr gut, ne? He was fine with that and because he was also new and wanted to meet new people and do new things. So we exchanged numbers and after that meeting we kept texting and then he suggests another meeting and ja, also das ist schon mal gut gelaufen, ist gar nichts passiert, und
Ist jetzt in dem Fall wahrscheinlich auch passend, weil sie hat wahrscheinlich auch nicht so die Signale gegeben. Es ist auch hier hervorragend, er wartet nicht darauf, dass sie sich jetzt meldet oder sie irgendwas ausmacht. Er fragt nach dem nächsten Date, ne? Genau richtig. Ne? And he suggests this Renaissance Fair, which I thought was a great idea, because first of all, I like Renaissance Fairs. Then second of all, just a guy who organizes this day and like thinks of what I could like. Jetzt hört euch das an, er hat einen eigenen Vorschlag. Also es geht immer um Polarität und Polarität, könnt ihr mir sagen, was er wollte, es ist nicht irgendwie 100 Jahre Patriarchat oder festgelegt, das sind fest, also nicht unbedingt biologisch, aber so von der Energie her, von den Sexualhormonen her, festgelegte, das gibt es auch in queeren Beziehungen, festgelegte Dating Rollen, die aber so eine biologische Grundlage haben, weil wir haben Sexualstrategien, es geht darum, dass wir uns weiter vermehren und was weiß ich. Und das ist halt so wichtig, dass der Mann Initiative zeigt, dass er weiß, was er will und so. Und er macht das. Das reicht einfach, dass er einen Vorschlag hat. Er sagt jetzt hier Renaissance Fair. Ich weiß gar nicht, was das ist auf Deutsch. Keine Ahnung. Kann ich ja mal gerade gucken, ob das so ein feststehender Begriff ist. So, gucken wir mal schnell. So, Renaissance-Messe, keine Ahnung, ist das Fäsche. Ist ja auch egal, weil er denkt sich was aus, es ist auch nicht irgendwie irgendwas Langweiliges. Sie hat Bock drauf und sie sagt zugleich, wie cool das ist, dass er die Dinge in die Hand nimmt. Das ist männliche Polarität, ne? Einfach hervorragend, ne? Mehr braucht's gar nicht. And plans it out and just tells me a location and a time. I will make sure I have time. Fester Zeit, fester Ort, kein Vielleicht-Date. Also, die könnten wirklich direkt aus meinen Kursen entsprungen sein. Das ist einfach, mich begeistert das einfach. Ja. This is just the kind of effort that really is nice, you know? And we, again, spent a really nice day together. Hang out, have fun, hook up. Also, es war wieder lustig, schönes Date auf der Renaissance-Messe, was auch immer das ist. It was a lot of fun. There were a lot of things to do and we watched a show together. Vielleicht ist das so ein Mittelaltermarkt oder sowas, keine Ahnung. Ja. And we had nice conversation again and we shared some food and it was really fun again. And Hangout, have fun, hook up. Ja. And by that time I was thinking, okay, not only could this be a friendship, but also I am interested in him as a person and I feel like he's interested in me and we... Ganz wichtig, sie hat es dadurch, dass er sich auch diese bisschen Zeit lässt und aber schon, ich denke schon, dass sie sich gegenseitig abgecheckt haben in diesem Punkt, ob, also das Physical, wie man so in der Dating-Psychologie mal so sagt, also dass man sich das Gefühl hat, okay, da könnte körperlich was gehen. Während sie abgecheckt haben. Insofern hat sie jetzt trotzdem nicht so diesen Friend-Vibe, auch wenn sie beide sich so bemühen, da diesen Friendship-Vibe, weil sie sagt ja auch, sie ist, sucht auch irgendwie was casually, also mit mehr auch Körperlichkeit. Und aber trotzdem, dieses, hey, da will mich jemand wirklich kennenlernen und will nicht nur einfach in meine Klamotten rein, das findet sie gut, ne? We get along very well and also there has been some flirting, there still hasn't been any like touching apart from hugging good like for saying hi and goodbye, but there is some chemistry there and also I really like. Ja, sie sagt jetzt so, jetzt immer noch keine Berührung da gewesen, aber man merkt jetzt so, wie sie redet, dass sie schon längst offen dafür ist, so, ne? Also hätte der Mann jetzt auch schon mehr machen können, aber gerade dieses Warten auf den richtigen Moment für den Mann ist so wichtig auf dem Date. Wann ist der richtige Moment, so den Move zu machen? Wann ist die Frau, wann wartet sie drauf? Und dann, wenn es dann im richtigen Moment kommt, dann ist es so, fühlt sich an wie so im Sturm erobern, einfach großartig. Like, ne? How he treats me, he does behave kind of like a real gentleman, but without the gestures that you... Benimmt sich wie ein Gentleman, auch wenn er vielleicht er schaltet diesen Vibe aus. Sie sagt jetzt auch, wenn er vielleicht nicht die Sachen macht, die man jetzt vielleicht in uralten Filmen sieht, was ein Gentleman macht, aber trotzdem
Es gibt auch ein 2024 Gentleman Vibe, so, ne? Wie gesagt, das kann sich natürlich kulturell ändern. Ich verlinke das, das ist ein TikTok-Video, verlinke das natürlich hier drunter. Usually associate with being a gentleman, but more in the way of how he takes care of me. Ja, how he takes care of me. Das ist männliche Polarität, ne? Das ist, klar, jetzt kann man sagen, Frauen brauchen, sagen wir mal, alle Frauen brauchen, aber ich kann heute keinen Schutz mehr. Halte ich natürlich für Quatsch, könnte ja gerne mal bestimmten Stadtvierteln in Berlin durch eine dunkle Straße gehen, dann weißt du vielleicht doch, ob eine Frau Schutz braucht. So ist die Welt immer noch heutzutage. Aber das ist auch egal. Es geht um diese Energie, ne? So dieses, so der sorgt sich um mich, ne? Und das ist toll. Und das bringt sie in ihre feminine Energie. Das macht ihn immer interessanter. Einfach hervorragend. I've never really experienced being taken care of before, and usually I'm the person who's always organizing stuff. Ja, sie sagt das, was da ganz viele Frauen sagen. Eigentlich muss sie immer alles organisieren. Übersetzung, eigentlich muss ich immer in die männliche Polarität gehen, habe ich keinen Spaß, macht mir keinen Spaß. Und jetzt kann ich endlich mal in die Feminine gehen. Ne? Who has their shit together and who takes care of all their friends and my family. It feels very nice how he takes care of things and takes care of me. So the third time we meet is at so, drittes a park Date. For a picnic. And we again Picknick im Park. Wieder gute Date-Idee. Ich könnte wetten, er hat das wieder organisiert alles. Und ja, klar, also bringen sie wahrscheinlich beide Essen mit. Aber wieder Hangout, have fun, hook up. Mehr wollen wir nicht machen. Nächste Date. Mehr musst du nicht machen. And ne? We have a lot of nice conversations. We have some wine and cheese and olives and snacks. And we just really connect again. It was an emotional day for me and I told him about it. And ja, jetzt wird sie so emotional und fängt an, so Gefühle zu bekommen. He did not shy away from my emotions and I felt... Auch ganz wichtig, he did not shy away from my emotions. Das heißt, sie zeigt jetzt so, hey, ich finde dich cool. Und er geht aber auch nicht weg wie so ein Bindungsängstler. Das heißt, jetzt weiß sie auch so ein bisschen, das ist nicht nur so Lovebombing. Ne? So, er gut, das kann man natürlich nicht hundertprozentig wissen, aber bleibt so da und signalisiert jetzt auch, ja, ich bin offen dafür. Ne? Very much connected to him after that as well. And when it was getting dark and we had to leave the park because it was also a work day on the next day, he walked me to the bus stop and he said he needs to tell me something. And I was like, oh my gosh, what could this be? Panicking a little bit and he then... Ja, dann sagt er, ich will dir jetzt was sagen an der Bushaltestelle so zum Abschied. Ne? Proceeds to say he wants this thing between us to not be just a friendship, but he wants the next time we meet to be a date. So, jetzt sagt er, ich möchte nicht, dass das so friendship-mäßig ist, sondern ich möchte gerne, dass das nächste ein formales Date ist. Man, was ist ehrlich gesagt, war es da sowieso schon immer, weil durch diesen Freundschaftstrick haben sie erstmal so diese Dating-App aus dem Kopf rausgekriegt. Und das ist ein bisschen wie im echten Leben kennenlernen, so. Und jetzt sagt er, nee, aber ich möchte dich daten. Also jetzt kommt er aus der Deckung raus quasi und sagt, ja, ich finde dich auch so romantisch hot irgendwie. Hätte man sicherlich auch durch einen Abschiedskuss machen können, aber ja, warum nicht, ne? Das muss ich jetzt auch nicht so festlegen auf eine bestimmte Sache. Ne? And since he said it in this very cute way and also I do find... Also auf jeden Fall hat es ihr gefallen und es ist auch nicht so weird, wie darf ich dich, gut, heutzutage finden das ja schon alle normal, ich weiß es, also könnt gerne mal reinschreiben, wie ihr das seht, darf ich dich küssen, aber ich würde immer noch denken, dass die meisten Frauen das uncool finden, aber das ist, würde ich jetzt gar nicht so drauf kommen, aber finde ich eigentlich einen ganz coolen Move, ne, zu sagen so, nee, jetzt nicht, so muss doch jetzt aber ein Date sein, ne. Attractive, I was flirting with him, I agreed to have the next time we meet to be a date and I was looking forward to it and then he grabbed my hand and just put it onto his like pulse spot like on at his hand and told me that his heart was racing because he was asking this question which again I thought was very cute. Das würde ich jetzt nicht unbedingt, das ist das Einzige, was ich nicht machen würde. Also sie haben so die hat so die Hand auf ihre gelegt und gesagt, guck mal, wie mein Herz rast. Sie findet es super jetzt, also insofern alles richtig gemacht. Ich hätte so ein bisschen die Angst, dass das irgendwie so cheesy rüberkommt, aber naja. And the next time we meet is the first date. I dressed up. Sie sagt jetzt so, es ist das erste Date, aber in Wirklichkeit ist es natürlich das vierte. Also, he dressed up for it, we meet at this really nice...
ganz wichtig, sie sagte jetzt, I dressed up, he dressed up, also dieses Mühe geben, auch so als, auch so einer femininen Polarität. Natürlich kann man immer sagen, ich kann doch wohl auch irgendwie in Hundeklamotten zum Date gehen. Ja, kannst du, aber es signalisiert nicht, hey, ich mach mich schön für dich, was feminine Polarität ist. Ne? Und er macht sich natürlich auch hübsch, also dieses Mühe geben für ein Date, ne? Ganz wichtig. Das, ne? Restaurant, that he reserved a table at. And jetzt das erste Mal ein formales Restaurant. Also die haben auch eine gute Abwechslung in Date, ne? Finde ich richtig gut. Ne? It was an omakase style meal with like a set course meal, and we had some wine. We finished eating. We were not ready to call it a night, so we also went on to this cocktail place that I really like. So, Ortswechsel, also eigentlich sind sie jetzt schon durch die Ortswechsel, sind wir eigentlich schon beim fünften Date jetzt. Like, and tried some cocktails there. And at the cocktail place, he took my hand. Much more flirting there than on all the prior dates, but still nice conversation. And when we left the cocktail place, he kissed me for the first time. Also erster Kuss auf dem vierten Date, meine, warum nicht? Also er macht, ist jetzt hier alles natürlich und ist es manchmal auch, also ich habe jetzt auch kein Problem, Kuss auf dem ersten Date, wenn es passt irgendwie, ne? Aber manchmal dieses, wenn diese Spannung schon da ist, das noch ein bisschen zurückhalten und so ein bisschen die Spannung aufbauen lassen, kann schon ein tolle Experience sein, so, ne? And I was still not ready to call it a night, so I suggest. Und jetzt sagt sie, okay, ich war immer noch nicht bereit, dass es vorbei ist. Also jetzt hat er schon so gut vorgearbeitet, dass wir jetzt sehen werden, der Schritt vom Kuss zu Körperlichkeit, der geht jetzt rasend schnell. Also es ist trotzdem noch eigentlich ein zackiger Dating-Prozess, obwohl das ist eigentlich das Coolste, wenn es so langsam anfängt und die Spannung baut sich auf. Und dann lässt man es aber auch, lässt man die Pferde auch losgaloppieren, sag ich mal, ja. Suggested I could come over to his place, since we are all adults, and I did not expect it to go this way, like at all. Ja gut, sie sagt jetzt, das hätte ich nie gedacht, dass es in die Richtung geht, da würde ich jetzt als männlicher Datepartner immer denken, naja, aber es war doch irgendwie klar, aber gut. Naja, aber da hat sie nicht das Gefühl, also sie hat immer noch nicht das Gefühl, dass sie so, wie soll ich mal sagen, manchmal haben Frauen ja Angst, dass sie irgendwie negativ rüberkommen, wenn sie so auf Körperlichkeit aus sind. Also es ist immer noch, kann sie immer noch sagen, vielleicht weiß ich nicht, ob das immer noch so ist, aber ach nee, das habe ich ja gar nicht kommen sehen. Ne? So, gucken wir mal weiter. Should have known better, since all of my experiences with him were really nice so far, and he's been very much about taking care of me and my needs. And also das kann ich für sagen, das ist für Männer manchmal so ein Rätsel, wenn man das Gefühl hat, es geht alles in die richtige Richtung, aber die Frau dann sagt, ich hab gar nicht gedacht, wishes, I guess, but the sex was unreal. Ja, es beschreibt sie, dass der Bettsport so hervorragend war und also hier ist wirklich nichts Toxisches zu sehen hier. Trotzdem, man sieht auch das Zebra im Hintergrund, trotzdem, kleiner Insider, trotzdem. Ja, also es ist einfach gut, also auch, weil das wirkt immer ganz gut, wenn, wie gesagt, wenn diese gewisse Verzögerung da ist, obwohl eigentlich diese Spannung schon da ist und man verzögert es noch so ein bisschen, kann das so sehr, dieses Feld so sehr aufheizen, sag ich mal. It was unreal. I have probably never felt this much before while having sex. I don't know, maybe I'm just getting into an age where I can. Naja, er ist halt doch, hat eine ganz wirklich sehr ordentliche, für heutige Verhältnisse sehr ordentliche Polarität und ja, und dann vertraut sie ihm, das führt dazu, dass die Frau ihm vertraut und dann kann sich eben auch fallen lassen beim Matchboard, ne? I can let go of my like insecurities and worries, I don't know, or he's just really good in bed. Either case, it was great. And so I slept there, we woke up the next morning and we had been cuddling the whole night
it was really nice. And ja, fährt auch nicht gleich nach Hause, sie wird auch nicht gleich rausgeschmissen, wird auch noch ein bisschen gekuschelt danach, ne? Nicht so ein so seelenloser Bettsport, den wir oft haben auf Dating-Apps. Ne? I was very sure I want to see him again. Also, he was very sure that he wanted to see me again. I'm running out of time for this video, but we... Ja, beide fanden es gut. Keiner sagt irgendwie, so muss das sein. Keiner sagt, so, ich muss mal überlegen. Oder, keine Ahnung, vielleicht melde ich mich. Ich muss mal gucken, wenn ich noch daten kann. Dann ist am Wochenende und mal gucken. Lass mal schauen, wo es hingeht. Nee, das ist so gleich so ein, so muss das auch sein, finde ich, ne? Gerade wenn man in die Kiste geht, so ein, ist gleich so ein Grundcommitment da ist, so, ne? I've met a couple of times after and it's been going great. And it is. Also, sie haben sich schon mehrfach getroffen, es läuft super. It's definitely not casual. Und es ist definitiv nicht uncommitted, nicht casual, ne? Das ist halt, was ich auch immer gerne sage. Also sie sind ja jetzt, also sie zumindest ist da reingegangen mit einem ganz klaren Wunsch nach, ja, also keine Ahnung, will ja meine Option offen halten. Aber ich sage ja auch mal gerne, wenn du richtig verknallt bist, willst du deinen Partner nicht teilen, irgendwie, ne? Es sei denn, du hast, weiß ich nicht, komplett andere Konzepte im Kopf, irgendwie, nach denen du handelst, muss auch ja selber wissen, aber aller Regel, wenn man wirklich richtig into it ist und das ist sie, das ist er und so muss das auch sein, finde ich. Ja, da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. So, meine, kann man zum späteren Zeitpunkt können die immer noch mal ihren Ideologien folgen oder heute ist das ja auch alles ein bisschen lockerer. Aber jetzt ist ganz klar, dass man sich exklusiv datet, weil man auch diese, was man ja deutlich sieht hier, diese emotionale Tiefe auch so ein bisschen schützen möchte und ausschöpfen möchte, ne? Also super gelaufen, Kudos an die beiden so. Und so geht Dating, das auch noch heute, ne? Wenn du, und das ist wirklich voller Polarität, ohne dass es irgendwie awkward ist oder 50er-Jahres-Style oder so muss es sein, ne? Wenn ihr auch solche Dating-Erfahrungen machen wollt, macht die fucking Dating-Kurse oder überhaupt meine Kurse mit dem Code MyLiebe, wie gesagt, bis Pfingsten jetzt noch, bis zum Wochenende, 25% auf all meine Kurse. Und vielleicht sehen wir uns auf der Liebische Party in München, 14.06. Oder du schaust mal meine Bücher rein. Und bis bald. Ciao, ihr Lieben.